Hallo, ich hoffe, viele von euch interessieren sich für Ehrenamt. Darum seid ihr wahrscheinlich auch hier, weil wir haben jetzt eine Gruppe von 6 Menschen, die uns etwas erzählen über die Schnittstelle zwischen dem Zivilbevölkerungsehrenamt und der Verwaltung im Kontext der IT, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber die Sandra Fischbauer wird uns da noch einiges mehr dazu sagen. Und außer einer der weiteren Speaker, der es auch eingereicht hat, ist der Andreas Kuppel, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und der Rest wird von den beiden selbst vorgestellt. Und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Talk. Hallo, hallo. Ich bin die Sonja Fischbauer und ich bin angestellt bei der Open Knowledge Foundation Deutschland. Open Knowledge Foundation oder kurz OKF kennt ihr vielleicht von unterschiedlichen Programmen wie Frag den Staat oder Jugend hackt. Vielleicht ist auch eins eurer Open Source Projekte mal über den Prototype Fund, auch eins unserer Programme gefördert worden. Aber was wir auch haben, und zwar schon seit 2014, ist ein extrem großes und schlagkräftiges, tatkräftiges Netzwerk an Ehrenamtlichen in ganz Deutschland und teilweise auch darüber hinaus. Und dieses Netzwerk, das heißt Code for Germany, und ich bin da die hauptamtliche Kontaktperson in unseren Trägerverein hinein. Und neben mir hier, das seht ihr dann schon, seht ihr danach, ja, warten schon ganz viele Ehrenamtliche aus unterschiedlichen Bereichen Deutschlands, die euch erzählen werden, was denn in den einzelnen Labs, in den einzelnen Ortsgruppen dieses Netzwerkes so passiert. Ja, auf der Folie steht schon ein bisschen was, und wie man am besten ist es ja immer was zu erzählen, was nicht auf den Folien steht. Wir sind die Schnittstelle zwischen der Zivilgesellschaft, also Zivilgesellschaft, einfach den Menschen, die in den einzelnen Kommunen leben oder in den Städten leben, wo sich diese Gruppen organisieren. Und sind teilweise eine kleine Vermittlungsstelle, manchmal auch eine Reibungsfläche zur Verwaltung. Und die Ehrenamtlichen, die uns jetzt das vorstellen werden, was sie in ihren Labs machen, die haben ganz unterschiedliche Skills. Das sind teilweise die Fähigkeit, Daten zu befreien, auf die Kommunalpolitik Einfluss zu nehmen durch sehr motivierte und auch lokal sehr wirksame Lobbyarbeit oder Advocacy-Arbeit. Also Daten befreien nicht nur im technischen Sinne, sondern auch in einem politischen Sinne. Oder sie bauen Prototypen, sie machen auch coole Hardware-Sachen. Und damit ich jetzt nicht zu viel von dieser wertvollen Redezeit wegnehme, gebe ich gleich das Mikro weiter an den Andreas Kugel, unseren Gastgeber hier vom OKLab Karlsruhe. Ja, vielen Dank, Sonja, für die Einführung. Also ich bin Andreas Kugel vom OKLab Karlsruhe. Ich wollte ein bisschen was erzählen. Ich finde es schön, dass so viele da sind und sich für das Ehrenamt interessieren. Das wünsche ich mir natürlich auch, dass einige davon hinterher ihren Weg zu einem der OKLabs finden, um was mitzumachen. Sonja hat schon gesagt, die Labs haben ganz unterschiedliche Schwerpunkte. Wir können natürlich alle alles, aber wir machen nicht alle alles. Wir haben ja angefangen als OKLab 2014. Ich bin seit 2015 dabei. Es gibt verschiedene Schwerpunkte und Kooperationen. Also eine Sache, die man hier so sieht, war Kooperation bei dem Cities of Media Arts mit der Stadt und auch mit dem ZKM hier. Da hatten wir verschiedene Workshops vor dem Friedrichsplatz, wo man zum Beispiel was über offene Satellitendaten, über das Transparenzportal und über Feinstaubsensoren erzählt haben. Und es kamen doch einige Leute vorbei, die sich dafür interessiert haben. Aber was kann man so generell tun in so einem Lab oder jetzt speziell in unserem Lab? Ich habe da mal so vier Quadranten eingezeichnet. Das eine wäre, wir können informieren, also wir können nicht nur die Verwaltung informieren, wir können auch Bürger und Bürgerinnen informieren über offene Daten und digitales Wissen, also zum Beispiel über Workshops oder Vorträge. Wir können versuchen, die Bürger zu unterstützen, wenn die mit irgendwelchen Fragestellungen kommen und dann merken, die Verwaltung ist einfach noch nicht so weit, wie man es gerne hätte. Also, oder es gibt irgendwo Lärm, können wir Kontakt zu Gruppen vermitteln, die zum Beispiel Lärmsensoren bauen. Wir können irgendwas vormachen, also über Demos oder Prototypen.
Und wir können natürlich auch Forderungen stellen an die Verwaltung, an die Politik, ein bisschen was Besseres zu machen. Und je nachdem, in welchem Lab man ist, hat man unterschiedliche Schwerpunkte. Wer hört uns eigentlich zu? Also wir sind, also jetzt speziell OK Lab Karlsruhe, wir sind schon von verschiedenen Stellen eingeladen worden. Das geht jetzt so vom Bereich die Ausstellung in Ljubljana mal von zu Architektur und Design, die was gemacht haben. Also Design, warum oder Architektur, warum? Da gibt es also auch jetzt aktuell Anknüpfungspunkte ans KIT, an die Stadtplaner, die sich zum Beispiel erhoffen, dass man mit offenen Daten ein bisschen mehr versteht, was passiert denn eigentlich in der Stadt. Also ob das jetzt Mietspiegel ist oder Fahrradwege oder Mobilität oder sonst was. Es gibt viele Punkte, wo man mit offenen Daten ein bisschen mehr erfahren kann, was passiert eigentlich in meiner Kommune. Oder Workshops oder Vorträge, Verwaltungshochschule, LearnTech, alles Mögliche. Also wir haben eine gewisse Reichweite und es wäre natürlich schön, wenn man das irgendwie noch weitertragen könnte, mehr in die Zivilgesellschaft. Hier in Karlsruhe gibt es jetzt speziell Aktionen zum sogenannten Transparenzportal. Das ist eine Webseite, auf der die Stadt Karlsruhe eine Reihe der offenen Verwaltungsdaten zur Verfügung stellt. Das wurde gerade ein bisschen erneuert. Da gibt es ein neues Aussehen. Da sind auch ein paar Anwendungen, werden da gefeatured, die aus dem OK Lab Karlsruhe kommen. Darüber hinaus gibt es jetzt hier rechts auch ein Projekt, das versucht, also nicht nur die Karlsruhe offenen Daten, sondern auch bundesweit die offenen Daten mal einzusammeln und zu gucken, was gibt es denn eigentlich, welche Stadt stellt denn was zur Verfügung. In dem Kontext auch, was ist denn mit Haushaltsplänen? Es gibt hier in diesem Transparenzportal gibt's Haushaltsplandaten, zwar nicht die aktuellen, aber immerhin in der Form, die man einigermaßen maschinell auswerten kann, auch wenn vieles fehlt. Und da ist natürlich auch die Idee, dass man das Fehlende noch ergänzt und dann den Haushaltsplan in der Form vor die Nase bekommt, dass man tatsächlich auch mal ein bisschen dran rumspielen kann und sehen, was passiert denn, wenn ich hier und da irgendwas mache. Und das wäre eigentlich nicht nur für die Bewohner von Karlsruhe interessant, sondern auch für die Gemeinderäte, weil die müssen sich auch nur mit PDFs rumschlagen bisher. Also da gibt es ein Projekt, wo man versucht, das greifbar zu machen. Das hat auch relativ viel mit dem Klimaschutz zu tun, weil es gibt hier so ein Klimaschutzprojekt oder Programm von Karlsruhe und da will man Monitoring machen und die Stadt weiß eigentlich noch nicht wirklich, wie man das macht digital. Und da versuchen wir auch irgendwie die Finger reinzukriegen und da gibt es auch ganz gute Kooperation jetzt zu einem neuen Klimaschutzkoordinator im Umweltamt, der erst seit wenigen Monaten da ist, aber wir haben uns schon dreimal getroffen und ich hoffe, dass es da also irgendwie vorangeht in der Stadt, dass man da ein bisschen mehr erfährt, auch schneller und früher Daten kriegt, auch eine Kooperation zu Klimawatch. Dann haben wir Projekte zusammen mit dem IT-Amt und dem Umwelt-, dem Gartenbauamt und den Stadtwerken, die wollen den Friedrichsplatz mit Sensoren ausstatten und aus dem Impuls heraus auch Daten zur Verfügung zu stellen, was passiert in der Stadt, wo ist es warm und kalt, wie trocken ist es. Und da gibt es so einen Prototyp von Dashboard, das bei uns läuft und mit Daten von Sensoren vom Gartenbauamt gefüttert wird über die Stadtwerke. Wir machen Prototypen für Apps. Zum Beispiel für so ein Lerninselprojekt, wo man versucht, für Jugendliche interessante, kostenlose Angebote zur Verfügung zu stellen. Und man kann natürlich Forderungen stellen, machen wir auch immer wieder, dass man zum Beispiel bei diesen ganzen Smart Cities-Konzepten die Bürger nicht nur als User und Konsumenten sieht, sondern einfach auch als aktive Partner, was bisher sehr stark zu kurz kommt, dass man nochmal die Transparenz ein bisschen mehr, also offene Daten fördert und auf freie Lizenzen hinweist oder zum Beispiel, dass wir sagen, Leute, lasst mal eure Software so entwickeln, dass man sie hinterher nachnutzen kann, also Public Money, Public Code und Open Source, weil das einfach auch einen Nachhaltigkeitsaspekt hat. Und das sind so die Bereiche, die wir hier versuchen abzudecken mit unterschiedlichen Ideen. Und wer sich für irgendwas davon interessiert, ist also gerne eingeladen, sich und in Karlsruhe wohnt, eingeladen, sich hier
zu melden und irgendwie mitzumachen. Ne? Damit gebe ich weiter an Köln. Wolfram. Ja, also in Köln gibt es das auch. Wir haben ja vorhin schon gelernt, es gibt 32 von den Labs. In Köln gibt es das etwa seit 2014, so genau können wir das gar nicht zurückverfolgen. Was wir auf alle Fälle festsagen können, ist, dass wir uns alle 2 Wochen treffen, seit Corona nur noch virtuell. Vorher hatten wir die sehr gute Gelegenheit, uns in den Büros oder im Lokal K der Wikimedia zu treffen. Wir lassen eigentlich das nie ausfallen, nur zu ganz wichtigen Terminen, wie Karneval. Und wir können eigentlich eins sagen, wir suchen uns immer unsere eigenen Projekte. Oh, ich glaube, ich muss hier drücken. Ja, genau. Wir suchen uns hier unsere eigenen Projekte. Wir basieren ganz stark natürlich auf offenen Daten. An dieser Stelle ist es dein Baumkataster-Ding. Es Kölsch und heißt so viel wie dein Baumkataster. Also hier gibt es Informationen über die Bäume. Und wir versuchen aber auch einen Schritt weiter zu denken. Was kann man eigentlich mit den Bäumen noch so machen? In diesem Fall gibt es eine Applikation, die nennt sich Gießkölle. Das Wichtige daran ist, dass man sich den Baum, den man sich ausgesucht hat zum Gießen, dass man das markieren kann. Man kann eingeben, wie viel man gegossen hat, sodass die Informationen gewissermaßen über alle, die daran interessiert sind, geteilt werden können. Das Baumkataster hilft uns auch, weil wir wissen, dass alte Bäume lange nicht so viel Wasser brauchen. Eigentlich gar keins. Nur die Jungen brauchen also wirklich Unterstützung durch uns. Was man so ein bisschen daran auch erkennt, ist, dass wir einen sehr guten Kontakt zur Stadt haben, konkret zur Stabsstelle Digitalisierung. Dort, mit denen stehen wir in einem sehr engen und auch direkten Kontakt. Wir entwickeln zurzeit oder dieses Jahr beschäftigen wir uns sehr stark mit Kultur. Wir haben eigentlich ein sehr breites Spektrum. Zurzeit versuchen wir in die Richtung Kultur zu gehen. Kultur bedeutet für uns die Kulturpfade. Das ist ein Konzept, das bis in die 70er Jahre zurückreicht. Als Altbauten noch nicht so cool waren, wie sie es heute sind, wollte die Stadt Köln den Bürgern etwas in die Hand geben, damit sie die Bausubstanz, vor allem die wichtige architektonisch bedeutsame Bausubstanz, schätzen lernt. Und damit sind Kulturpfade entstanden. Die sind aber alle verwachsen inzwischen. Die sind alle untergegangen oder wenn nur noch in Fragmenten vorhanden. Wir versuchen das herauszufinden und möchten gerne dabei Software erstellen und nicht nur das Alte wieder hervorheben. Das wäre noch recht einfach, sondern wir wollen einfach dann sehen, wie können wir eigentlich so ein Konzept Pfade durch die Städte, muss es immer Kultur sein, vielleicht geht es ja auch mit Bier, keine Ahnung, wie kann man so ein Konzept weiterführen? Genau. Wir haben sehr lange uns mit Luftqualitätsdaten beschäftigt. Hier gibt es zum Beispiel Open Air Cologne, die Qualität gemessen haben. Das Ganze konnte dann, also die Sensoren wurden ausgebracht. Leute, die ihre Patenschaft dazu übernehmen, hängen sie das bei sich dann in den Garten oder an die Haustür oder an den Balkon, je nachdem. Und das Ganze hat sich weiterentwickelt. Die erste Version war noch selbst zusammengeklemmt, die zweite war richtig cool SMD gelötet. Und die dritte Version, da haben wir dann quasi das Konkrete losgelassen. Das sind dann richtig aufwendige Sensoren. Dann übernimmt hier das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig und das Forschungszentrum in Jülich
Bei denen geht es um die Atmosphärenforschung, bei den Helmholtzern, bei dem Helmholtz-Institut geht es um die Gesundheit und die lassen halt ein richtig coolen Sensor entwickeln. Und die Sensordaten werden dann mit den Gesundheitsdaten abgeglichen. Da sind wir dann allerhöchstens noch beratend drin und das auch wunderbar. Manchmal muss man so Projekte auch einfach loslassen können. Uns laufen auch Projekte zu. Also das hier zum Beispiel kennen wir sehr gut aus Stuttgart. Die haben was Ähnliches gemacht. Da ging es mehr so um die Feinstaubdaten. Und wir haben natürlich unendlich viele Workshops im Rheinland gegeben, damit man diese Sensoren nicht nur zusammensteckt, sondern auch betreiben kann. Genau, was wir auch unterstützen, sind zum Beispiel so Sachen wie Jugend Hackt, ne? Hier das T-Shirt, oder Coding Da Vinci. Zurzeit gibt es noch eins, das nennt sich Unbox Cologne, da fragt die Stadt nochmal konkret an, dass wir uns als Civic Tech daran beteiligen. Genau, ja. Und so viel aus Köln. Ich glaube, jetzt geht es weiter mit Leipzig. Genau, hallo, ich bin Jörg aus Leipzig und ich möchte euch ein bisschen von der Situation in Leipzig erzählen. Wir haben einen Open Data Portal, ja, das sieht auch seit Jahren schon so genauso aus, auch die Datenzahl sieht genauso aus, weil einmal aufgesetzt und leider dann nicht mehr weiter gepflegt, höchstens ab und zu mal ein Datensatz. Sieht auch so viel aus, weil das halt alles hauptsächlich historische Bilder sind, die sie hochgeladen haben und die wirklich interessanten Daten fehlen halt leider immer noch. Und die Stadt hat auch eine Anwendung, mit deren Daten dargestellt werden können. Natürlich nicht die Daten, die auch im Open Data Portal sind. Die interessanten Daten sind zwar hier zu sehen, aber man kommt halt nicht an die Rohdaten ran, weil sie halt eingespart sind im WebOffice, der manchmal sogar mal, wie zum Beispiel Donnerstag, als ich die Präsentation gemacht habe, nicht verfügbar war. Aber es soll besser werden mit der neuen urbanen Datenplattform und dann gibt es auch ganz viel Open Data und so weiter. Mal schauen. Genau. Wie wir es besser machen können, haben wir selber gezeigt. Das ist ein Projekt, was uns quasi letztes Jahr gespendet worden ist von jemandem, der uns als OKLab cool fand und meinte, hier, ich habe mal die Statistikdaten von der Stadt Leipzig ein bisschen ausgelesen und die JSON-APIs angebunden und habe da so eine generische API und eine Oberfläche gebaut mit React, wo man jetzt endlich quasi das, was die andere Anwendung zeigt, auch anzeigen lassen kann und noch ein paar Scraper geschrieben für Daten, die halt auch nicht verfügbar waren aus OpenStreetMap, dass man halt dann zum Beispiel auch die Schwimmhallen mitsehen kann, die leider nicht in den Open-Data-Daten oder auch in den Statistikdaten nicht drin waren. Genau, ein anderes Projekt, was wir letztes Jahr gemacht haben, ist Kiez-Notiz. Das ist ein Grafana-Dashboard, das quasi aus einer JSON linked API quasi die Akteure des Stadtbezirks und auch die Events, die Akteure letztendlich veranstalten, darstellt. Das wird da läuft immer so ein Cronjob auf GitHub, der quasi immer die aktuellen Daten holt und sich dann quasi dann diese Karte immer aktualisiert. Und so hat man dann quasi in dem Bezirk dann hinter einer Glasscheibe so einen großen Monitor, wo letztendlich dann immer die aktuellen Events angezeigt werden und die Akteure. Genau. Und das Ganze kombiniert mit so einem Parklet. Das war letztes Jahr so eine schöne Aktion gewesen. Dann, das ist ein älteres Projekt gewesen, das nutzte die Nahverkehrsdaten. Das war auch so ein übelster Kampf gewesen. Damals musste noch ein Kollege oder ein Mitstreiter unterschreiben, dass wir diese Daten nicht statistisch auswerten. Und dann haben wir da irgendwie einen FTP-Zugang bekommen und dann mit Passwort und dann mussten wir sie runterladen. Zum Glück jetzt nicht mehr der Fall, aber ist immer noch ein Kampf. Und vor allem die Live-Daten gibt es halt immer noch nicht. Deswegen müssen wir dann irgendwie da noch so einen Hafas-Client mit anbinden. Das müssen wir auch ständig hin und her wechseln, wenn die LVB-Seite, also von dem Nahverkehrsverband, da wird mal die API ändert, dann müssen wir das mal wieder nachziehen. Genau, aber letztendlich haben wir damit dann so ein Telegram-Bot gebaut, mit dem man dann einfach fragen kann, okay, gib mir jetzt die nächsten Abfahrtszeiten für die Haltestelle, die ich jetzt über meine Location geshared habe. Genau, und das beliebte Leipzig-Gieß-Projekt. Ich konnte mich leider nicht mit dem regionalen Namen Gieß-Leipzig durchsetzen, aber gut. Leipzig-Gieß heißt unsere Variante von Gieß, den Kiez, was ursprünglich aus Berlin kommt. Und da geht es ja darum, letztendlich, dass Leute hinterlegen können, welche Bäume sie gegossen haben. Und das soll ja dann auch andere Leute motivieren, Bäume zu gießen. Und es soll auch zeigen, okay, hey, deine Bäume werden oder die Stadtbäume werden
zu wenig gegossen, die haben sehr wenig, haben Trockenstress, weil es insgesamt sehr wenig regnet. Genau, und das ist auch ein schönes Projekt. Das war quasi so ein bisschen aus der Not raus entstanden, weil wir am OK-Lab auch das Problem hatten, Pandemie, die Leute kommen nicht mehr groß, also sucht man sich neue Kooperationspartner, da gibt es halt auch so regionale Vereine, BUND, es gibt eine Stiftung Eckenwecken und mit denen haben wir quasi eine Kooperation gemacht. Das sind Leute, die haben keinen IT-Hintergrund, das ist auch manchmal ganz gut, aber die haben richtig Ahnung von Marketing, von Öffentlichkeitsarbeit, von Vernetzung mit der Verwaltung, mit anderen Akteuren. Und es gibt zwar die App Leipzig-Gießt, aber das Drumherum ist viel interessanter und viel wichtiger, letztendlich so Aktionen zu machen. Wir haben so ein Tonnenrennen gemacht, wo wir letztendlich mit Regenton quasi dann so ein Wettrennen gemacht haben auf so einer Aktion. Oder es sind neue Projekte entstanden, quasi mit der Pumpenkarte, wo wir quasi dann jetzt erfassen, wo es noch Handschwingelpumpen gibt und welche noch restauriert werden müssten. Und da sind wir halt auch immer in Kontakt mit der Stadtverwaltung, die dann auch schon dachte, oh, könnt ihr uns da einfach so die Karte bauen, weil das finden wir cool und da wollen wir auch unsere Bilder mit hochladen. Und da muss man die Leute dann immer schon einbremsen und sagen, okay, Alter, wir machen das ehrenamtlich, wir sind keine Dienstleister, wir wollen es auch nicht sein, wir machen auch keine Start-up. Versucht euch das selber mal drauf zu schaffen. Ihr habt selber in euren Verwaltungen Ressourcen, ihr könnt es selber auch schon. Und das hat dann tatsächlich auch geklappt, dass die dann selber bei sich intern geforscht haben und gesagt haben, ah, okay, wir haben ein paar Leute, die dann auch so eine Karte machen und dann können wir das intern bei uns lösen. Aber das müssen wir dann teilweise dann von uns aus dann immer so ein bisschen die Akteure von der Verwaltung triggern. Genau, das war's von mir und ich gebe weiter an Münster, glaube ich. Genau. Hi. Ich bin Thomas aus Münster. Wir haben auch das 2014 gegründet, das Lab in Münster. Ich bin gar nicht von Anfang an dabei gewesen. Das war mehr so, ich bin Softwareentwickler und hatte gedacht, ach, in meiner Freizeit würde ich gerne an meinem Projekt ein bisschen weiterarbeiten. Aber zu Hause habe ich das irgendwie nie so richtig gemacht. Ich brauchte eine kreative Umgebung und dann bin ich aus Spaß zu den Treffen gegangen und das war da der Fall. Und mit der Zeit habe ich dann aber festgestellt, dass was sie da bei Code for Münster bei dem Treffen machen, ist auch an sich eigentlich ganz spannend und habe mich auch angefangen für diese Sachen zu interessieren, Open Data und solche Sachen. Warte mal, das ist die falsche Folie. Das ist die richtige, genau. In Münster sind wir nämlich im Moment nicht mehr so viele. Das hier ist ein Foto von vor Corona. Wir treffen uns nämlich immer dienstags um 18.30 Uhr in so einem Café und ja, hacken da halt einfach ein bisschen rum. Jeder macht, worauf er Lust hat. Also wir sind, wenn man das jetzt mal so im Vergleich sieht, eher so die Hackertruppe und weniger so die Organisatoren-Management-Gruppe. Und deswegen, genau, wir haben am Anfang viele Projekte gemacht, die eher einfach mal geguckt haben, was gibt es in der Stadt Münster für Daten, aus denen man mal ein bisschen was rausziehen kann. Ne? Die Stadt hat da echt total die altmodischen Webseiten und so. Und wir haben dann halt einfach mal die ganzen Daten vom Statistikamt hergenommen und so wie rechts unten einfach mal eine neue Karte gebaut, wo man halt interaktiv die verschiedenen Zahlen umschalten kann und dann einfach auch mal vergleichen kann, wie sehen dann die Stadtviertel aus und solche Sachen. Und so ähnlich auch mit den ganzen Geodaten vom Münsteraner Open Data Portal. Da sind echt super spannende Sachen drin. Keine Ahnung, ne? Wo sind die Wickelplätze, wo sind die Spielplätze, wo sind die Mülleimer, wo sind die öffentlichen WCs, wo sind die WLANs? Das stellt die Stadt selber irgendwo gar nicht dar. Und daraus haben wir dann dieses Mein Münster gemacht, also so eine kleine App, wo man das alles filtern kann und angezeigt bekommt und so. Und das kam auch eigentlich alles ziemlich gut an. Dann war es allerdings so, dass wir irgendwie das Open Data Portal irgendwann abgegrast hatten und nicht mehr so richtig wussten, was machen wir jetzt mal noch. Und deswegen sind die Projekte, die wir jetzt aktuell so machen, ist halt eher, dass wir versuchen, wirklich Sachen auch aus anderen Städten nach Münster zu übertragen. Wie zum Beispiel das Gießt den Kiez, das in Leipzig und in Berlin ja jetzt schon ist. Das wollen wir jetzt auch in Münster haben. Und das ist total cool. Also da entwickeln sich auch total die Partnerschaften. Es gibt in Münster so einen neuen Verein, der heißt Stadtbaumfreunde e.V. Und die zahlen da halt auch richtig Geld für. Und das ist zum Beispiel eine spannende Entwicklung. Also wir haben jetzt in Münster auch schon einen, der sich mehr oder weniger so ein bisschen selbstständig gemacht hat. Und dann halt für solche Projekte das dann übernimmt, weil ich meine, wir machen das nach wie vor eigentlich ehrenamtlich, von uns hat da keiner Bock oder Zeit zu, sowas richtig für Geld zu machen.
Aber da ist tatsächlich ein Bedarf auch. Also, dass Leute dann kommen und sagen, nimm jetzt mal diese Open-Source-App und installiere die doch mal für Münster und gib mir dann aber auch, stell dann auch sicher, dass es auch läuft. Und sowas macht er dann jetzt mit seiner UG. Das ist echt ganz cool. Und andere Sachen, die zum Beispiel auch dann so passieren, also ich hatte dann irgendwann gesehen, dass die Stadt Münster eine Stellenausschreibung hatte für eine Open-Data-Koordination, habe mich da auch Spaß mal drauf beworben und habe den Posten dann tatsächlich gekriegt und bin jetzt, ja. Genau, ja, das ist aber echt krass, also die, also der Wechsel in die Verwaltung ist schon, wenn man aus vorher nur in der Wirtschaft gearbeitet hat, echt richtig hart, aber auch sehr spannend, also man versteht dann echt vieles, also wenn ich jetzt dann zum Treffen gehe und dann kann ich halt den Leuten auch erklären, warum sich die Daten dann nicht so leicht öffnen lassen. Ist ganz cool, dass man da hinter die Kulissen gucken kann. Und ich versuche jetzt auch auf verschiedenen Ebenen das Thema in die Stadtverwaltung zu tragen. Und abgefahrenerweise ist jetzt auch noch ein zweiter von uns aus dem OK Lab Münster in die Stadtverwaltung gewechselt, in die Smart City Stelle. Und so, keine Ahnung, ergeben sich da echt coole Sachen. Also das bringt Open Data bei uns in Münster jetzt echt nach vorne. Genau. Was ich dazu noch erzählen wollte. Ah ja, genau. Und deswegen haben wir nämlich jetzt überlegt, was könnte man denn mal noch machen? Wir haben in Münster nämlich auch diesen Münster-Hack. Wir haben an der Uni, gibt es häufiger mal Studenten, die machen dann in Projektseminaren richtig coole Sachen. Und dabei entstehen eigentlich total die coolen Prototypen. Ne? Also wir hatten jetzt einen Studenten, der hat, keine Ahnung, auch so Schülerforschungs-, Stadtgeschichten-Sachen, hat er in seiner Masterarbeit total die gute interaktive Anwendung gebaut. Und was ist dann? Der geht halt weg. Die Uni betreibt das nicht weiter. Die Stadt hat dafür, ne, die Stadt-IT, da darf nur Sicherheitsstufe irgendwas und die können nicht einfach irgendwelche Apps von den Studenten betreiben und da fühlt sich einfach keiner zuständig für. Und aus der sonstigen Stadtgesellschaft auch nicht so recht. Und ich hatte jetzt gedacht, das müsste man doch eigentlich mal versuchen, das Thema mal irgendwie zu lösen und hatte das vorgeschlagen als Förderprojekt und das wird jetzt tatsächlich auch gefördert. Und wir wollen jetzt einfach mal versuchen, dass man solche kleineren Open-Source-Projekte dann bei der Stadt dann weiter betreibt oder besser gesagt unter Koordination der Stadt. Also wir vernetzen dann halt die ganzen Vereine, die es da gibt. Genau, es gibt da so ein Bürgernetz und dann gibt es die Freiwilligenagentur und so weiter. Und es gibt teilweise Unternehmen, die sagen, ja, was für eine geniale Idee, ja, dass wir jetzt hier in Münster zum Beispiel, es gibt dieses Meine Stadt Transparent, das ist ja so wie das Ratsinformationssystem, wo man die ganzen Themen vom Rat mal nachlesen kann. Das in Münster ist halt total trocken. Du musst dich durch die ganzen Vorlagen klicken, wenn du wissen willst, was passiert. Und Meine Stadt Transparent kann das halt auch mit Geocoding aufarbeiten, dass du halt, wenn du weißt, ich wohne in dem und dem Viertel und dann kannst du draufklicken und dann siehst du, welche Ratsvorlagen werden denn jetzt gerade in der nächsten Zeit behandelt in meinem Viertel und dann kannst du die direkt mal angucken und kannst dich super gut informieren und das ist, glaube ich, in München entstanden und genau, das ist dann zum Beispiel was, ja, da gibt es dann auch Firmen, die sagen, das finde ich total cool, wir unterstützen das, wir fördern das mit Geld, aber wer macht es dann? Und da kann man dann wiederum durch diese Vernetzung versuchen, andere Leute zu finden. Genau, und dieses Projekt soll jetzt im August starten. Ich bin mal total gespannt, ob wir das hinkriegen. Genau. Und genau, was ansonsten halt auch echt total cool ist, dass einfach diese Vernetzung über Code for Germany, wir haben halt diesen deutschlandweiten Slack, wo man sich mit den anderen Labs halt auch mal ein bisschen austauschen kann. Hey, wir haben das und das Problem, wie habt ihr das gelöst? Oder wir treffen uns dann halt auch mal regelmäßig in Berlin oder hier oder in NRW, wo man sich auch mal in echt austauschen kann. Ja, falls ihr mal in Münster seid, dienstags, kommt doch gerne vorbei. Danke. Ja, dann bleibt mir noch mal ein paar Worte zu Darmstadt zu sagen. Erstmal zu mir. Hallo, ich bin Marco. Bin in Darmstadt unterwegs im ganzen Thema ja, Open Data, Open Knowledge und schaue mir das so ein bisschen lokal an, bin aber auch in Deutschland überregional vernetzt, was es die letzten Monate natürlich noch mal viel einfacher ging. Genau, vielleicht, wie sieht es in Darmstadt aus? Wir sind ein sehr junges OK Lab, bei uns ist noch nicht so viel passiert.
Wir haben also die letzten Monate vor allem damit verbracht, erstmal so ein bisschen den Status quo aufzuarbeiten. Wie sieht es denn in Darmstadt überhaupt aus? Ich persönlich habe das natürlich die Jahre davor auch schon ein bisschen begleitet, aber es ist relativ wenig passiert, muss man sagen. Und jetzt gerade so in den letzten Monaten, Jahren sind so ein paar spannende Dinge passiert. Da will ich gerade ein paar Worte zu sagen. Fangen wir mal an mit dem Thema Open Data, was ja auch in den anderen Städten immer wieder ein sehr wichtiges Thema ist, weil man einfach mit diesen Daten, gerade die Daten der Verwaltung, wahnsinnig spannende Dinge tun kann. Gerade die Kommunen haben immer die eigentlich super spannenden Daten, weil die Kommunen eben sehr nah natürlich an der Bevölkerung dran sind ja auch sehr nah an dem lokalen Geschehen dran sind. In Darmstadt gab es 2018 einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zu dem Thema. Dort wurde beschlossen, eine Open-Data-Plattform aufzubauen. Das ist erstmal eine richtig tolle Sache. Dann schien es aber ein bisschen so, als wüsste die Stadt nicht so richtig, was sie tun soll. Es wurde zwar eine Open-Data-Plattform aufgebaut, aber so richtig veröffentlicht wurde sie nie. Der Server lief oder läuft bis heute ohne einen einzigen Datensatz und eine Domain wurde auch noch nicht geschaltet. Lange Zeit nichts passiert. Und dann jetzt im Februar 2021 hatten wir plötzlich eine Datenplattform. Und dann dachte ich erstmal so, okay, mein erster Eindruck war erstmal, oh cool, es gibt eine Datenplattform, dann scheint das mit der Open Data Plattform ja endlich geklappt zu haben. Das Ganze lief im Projekt Digitalstadt Darmstadt, was letztendlich ein Projekt ist, bei dem die Stadt Darmstadt dann einen Bitkom-Wettbewerb gewonnen hat, so einen Smart City-Wettbewerb. Und dann stellte sich heraus, naja, diese Datenplattform hat eigentlich gar nicht so viel mit der Open-Data-Plattform zu tun, weil es im Prinzip diese ganzen Datensätze erstmal nur visualisiert. Also hier so mal ein Screenshot von der Plattform, da sind so einige Daten drauf. Wir sehen hier ein paar Wetterinformationen, ein paar Feinstaubsensoren, die Stadt aufgebaut hat. Also an sich coole Sachen, aber die Daten sind eben sehr verschlossen, ohne Lizenz, beziehungsweise auch ohne Hinweis, wie diese Daten genutzt werden können. Wir haben da keine direkten Datenzugriffe, keine Schnittstellen. Die einzigen Daten, die tatsächlich hier unter einer Creative Commons Lizenz lizenziert sind, wobei auch wieder die Frage ist, geht das denn urheberrechtlich überhaupt, sind eben die Wetterdaten, die hier drin sind, die von Open Wetter kommen. Und sagen wir mal, ausbaufähig. Dann ist noch was Spannendes passiert. Auch im Februar 2021 gab es dann eine Open Data Strategie der Stadt. Ich habe die mal auf die Folie gepackt. Und diese leichte Unschärfe und diese leichte Drehung, die liegt jetzt nicht an der Darstellung auf dem Beamer, sondern das ist tatsächlich die Version, wie sie im Parlamentsinformationssystem der Stadt war, nämlich eingescannt, ein bisschen schräg. Auch das ginge besser. Das Schöne ist aber, inhaltlich ist die Open-Data-Strategie eigentlich ganz schön. Wir haben da so Themen drin, wie die Maschinenlesbarkeit von Daten, die gegeben sein muss, erstmal so als Grundvoraussetzung natürlich, aber auch die Zugänglichkeit über APIs wird da beschrieben, offene Standards werden thematisiert, Kostenfreiheit wird festgelegt für diese Daten. Kleiner Wehmutstropfen ist, dass eben hier sozusagen als Vorgabe drinsteht, die Datenlizenz Deutschland zu nutzen. Die hat ein bisschen den Nachteil, dass sie eben sehr deutschlandspezifisch ist, nur in Deutschland genutzt werden kann und nicht so richtig im internationalen Kontext oder halt Probleme im internationalen Kontext verursacht, allein dadurch zum Beispiel schon, dass sie erstmal nur auf Deutsch verfügbar ist. Ja, aber es passieren ein paar coole Dinge. Auch Thema Informationsfreiheit ist ja auch mal ein Thema, was uns bei Code for Germany sehr interessiert und auch natürlich mit der Open Knowledge Foundation, mit Frag den Staat, ein ganz wichtiges Thema ist, was auch in der Open Knowledge Foundation sehr präsent ist. Im November 2021 gab es in Darmstadt eine Informationsfreiheitssatzung. Bisschen sperriger Begriff, was heißt das im Prinzip, was heißt das letztendlich? Im Prinzip sagt so eine Informationsfreiheitssatzung, ich kann eben als Person einfach bei der Stadt mal anfragen, welche Unterlagen, welche Akten habt ihr denn zu folgendem Thema oder ganz konkret, welche Beschlüsse, Verordnungen, vielleicht auch welche internen Regelungen gibt es denn bei der Stadt zu einer bestimmten Thematik, kann diese dann anfragen und bekomme dann eben, habe dann eben einen Informationsanspruch auf diese Informationen, die eben bei der Stadt vorliegen. Das ist ein richtig schönes Ding, weil das macht eben die Städte sehr transparent und nachvollziehbar und das Verwaltungshandeln transparent. Man kann eben da sehr viel auch über seine eigene Stadt erfahren. Wir haben jetzt diese Informationsfreiheitssatzung in Darmstadt, die basiert letztendlich oder sagt im Prinzip, ist relativ kurz, besteht aus ein, zwei Abschnitten oder Absätzen und legt im Prinzip nur fest, dass das Hessische Informationsfreiheitsgesetz angewendet wird.
Und wir haben jetzt seit April, also im April ist diese Satzung in Kraft getreten, schon über 70 Anfragen auf Frag den Staat. Das wird jetzt natürlich erstmal wieder ein bisschen weniger werden, weil sozusagen die Leute, die jetzt schon lange Zeit ihre Anfragen stellen wollten, das jetzt auch konnten, erstmal viele Anfragen gestellt haben, hat sicherlich auch, oder sowas, wie man so ein bisschen in den Antworten sieht, auch die Stadtverwaltung selbst wurde da ein bisschen überrannt. Das wird jetzt sicherlich wieder weniger werden, aber ist eigentlich ein schönes Zeichen dafür, dass auch lokal eben sehr hohes Interesse ist an diesen Informationen der Stadt und daran, was die Stadt tut und wie sie das tut. Ja, ich hatte ja schon gesagt, wir haben in Darmstadt ein bisschen einfach gesammelt, was gibt es schon, und unser Ansatz war jetzt einfach mal hier ein kleines GitHub-Repo aufzumachen, hier unten auch verlinkt, wo wir einfach mal in der README gesammelt haben, was es schon gibt, was gibt es für Datensätze, die in Darmstadt schon verfügbar sind, auch außerhalb des Open Data Portals, was für Beschlüsse gibt es in der Stadt, welche zivilgesellschaftlichen Gruppen gibt es in der Stadt, das ist auch mal ein ganz interessanter Punkt, einfach um so ein bisschen die das mal zu sammeln. Wenn ihr aus Darmstadt kommt oder aus der Nähe von Darmstadt, schaut da gerne mal rein. Auch ganz interessant, so als einstiegendes Thema Open Data, ich auch nochmal verlinkt. Es gibt eine Awesome-List von Code for Osnabrück, die einfach mal so ein bisschen richtig gute Literatur zum Thema Open Data zusammengestellt hat. Also eine richtig gute Informationsquelle. Ja, und damit wäre ich auch am Ende und würde nochmal übergeben an Sonja, die noch ein paar abschließende Worte sagen wird. Fliegender Wechsel her. Ordentlich was los auf der Bühne. Wo ist die letzte Folie? Mach nichts. Na gut, auf der letzten Folie ist unsere Webseite drauf, codefor.de. Okay. Also, ich habe jetzt eigentlich auch gar nicht mehr so viel zu erzählen, weil ihr habt jetzt schon ganz viele Einzelheiten gesehen oder gehört, die in den Labs tatsächlich passieren. Das ist für mich auch immer ganz spannend zu sehen, wie viel mehr in den Labs eigentlich passiert, als dann auch oft so ein bisschen in das Netzwerk durchdringt oder über den Slack, wo wir uns treffen, wo ihr auch gerne reinkommen könnt. Was da an Informationen alles zu finden ist. Und jetzt bin ich gerade ein bisschen, warte mal, jetzt bin ich hier kurz ein bisschen verwirrt. Bringe ich dich durcheinander? Ja, macht aber gar nichts. Wir haben extrem viel Zeit noch für Fragen eurerseits oder auch für Meldungen vielleicht aus dem Publikum. Wir haben jetzt viel über offene Daten gesprochen und über die Schwierigkeit, diese rauszukriegen aus der kommunalen Verwaltung mittels Informationsfreiheitsgesetz oder durch hartnäckige Lobbyarbeit in der eigenen Kommune. Da würde uns interessieren, ob es bei euch in der Region auch solche Schwierigkeiten gibt oder was da bei euch so los ist. Ich habe auch schon einige bekannte Gesichter im Publikum gesehen und weiß, dass zumindest einer da ist, wo auch gerade so ein OK-Lab oder ein Code for, füge hier Ort ein, gerade im Entstehen ist. Das ist auch spannend, könnte auch spannend sein zu hören, wie da so der Vorgang ist, nachdem wir jetzt so von fünf eher schon etablierten Labs gehört haben. Und damit würde ich, glaube ich, den Abschluss machen und an die Fragerunde übergeben. Danke. Euer Applaus, nicht meiner. Ja, genau. Erstmal danke an Code for Germany, beziehungsweise die ganzen OK Labs. Ja, genau. Habt ihr Fragen? Ich komme mit dem Mikrofon und ihr beantwortet die dann bitte. Genau. So, wer hat eine Frage oder eine Anmerkung oder irgendwas? Dankeschön. Bisher klingt es ein bisschen, als würde jede Stadt so sein eigenes Süppchen kochen und vielleicht sogar dann auch technisch eigene APIs entwickeln und so. Gibt es da Bestrebungen, das irgendwie zu vereinheitlichen, dass man dann zum Beispiel das auch für mehrere Städte gleichzeitig dann auslesen kann auf einer gemeinsamen Plattform oder sowas? Also das haben wir vorher noch nicht so sehr breit getreten, würde ich sagen. Code for Germany ist so eine Art Graswurzelnetzwerk. Also es gibt keine formalisierte, übergeordnete Struktur. Jedes Lab macht, was es will, sozusagen. Manche Labs sind Vereine, andere sind einfach nur ein Haufen Leute, die sich für die Thematik interessieren. Von daher ist die Zusammenarbeit
manchmal auch ein bisschen holprig, aber es gibt ein gemeinsames Repository. Ihr habt auch gesehen, es gibt verschiedene, also zum Beispiel dieses Thema Bäume gießen oder Bäume taucht in verschiedenen Städten auf. Klimawatch ist ein Projekt, das von verschiedenen Städten bearbeitet wird. Und es gibt noch etliche andere, aber trotzdem ist es nicht so gut strukturiert, wie wenn man, sage ich mal, eine zentrale Struktur hätte. Aber das hat immer auch ein Trade-off, wenn man diese zentrale Struktur hat. Also es kann in den Labs, denen wird nicht gesagt, was sie machen sollen. Also man hat mehr Freiheiten und man hat natürlich dadurch auch mehr Geholper. Ja, vielleicht noch sozusagen ein Aspekt, der vielleicht da auch noch ganz interessant ist, so ein bisschen, wenn man sich das jetzt auf der Datenebene anschaut. Also einerseits, wir sind in vielen Städten unterwegs, natürlich auch untereinander vernetzt, aber es passieren schon eben verschiedene Dinge in den verschiedenen Labs. Auf der Datenebene ist es natürlich total interessant, einfach zu schauen, kann man vielleicht bestimmte Ansätze, die gut funktionieren, auch woanders nutzen. Also wir haben zum Beispiel einerseits diese ganzen Datenportale, die wir teilweise auch schon gesehen haben, basieren viele auf einer Standardsoftware, CKAN oder DKAN, die eben in verschiedensten Städten auch weltweit eingesetzt wird. Also das braucht natürlich nicht jede Stadt selbst entwickeln, sondern nimmt sich einfach ein Standard-Open-Source-Projekt und nutzt das. Wenn es sozusagen noch eine Nummer besser sein soll oder fortgeschrittener sein soll, ist natürlich umso besser, wenn ich nicht nur rein einfach einzelne Datensätze in so einem Open-Data-Portal veröffentliche, sondern wenn ich eben anfange, maschinenlesbare Schnittstellen in die Systeme der Verwaltung einzubauen. So ein Thema, so diese Ratsinformationssysteme kamen ja schon ein paar Mal vor, die eben dann Informationen über das, was im Stadtparlament passiert, veröffentlichen. Und dafür gibt es auch eine einheitliche oder eine standardisierte Schnittstelle, nennt sich Opal, die auch so aus dem Code4-Netzwerk stammt und auch inzwischen von einigen Städten implementiert wurde in die entsprechenden Systeme, sodass man über eine einheitliche Schnittstelle auch auf die verschiedenen Ratsinformationssysteme der Städte zugreifen kann. Das ist zum Beispiel so ein ganz spannender Punkt, wo es sich immer mal lohnt hinzuschauen, kann man nicht Ansätze, die in einer Stadt gut funktionieren, auch in anderen Städten nutzen. Gibt es weitere Fragen? Dann würde ich erstmal an. Ja, genau. Ich würde gerne noch etwas dazu fortsetzen. Das macht, was wir hier sehen, sieht sehr technisch aus. Ich habe nichts gemacht. Ist eingeschlafen, okay, brauche ich nicht. Sieht natürlich sehr technisch aus. Letztlich aber haben wir über viele Jahre sehr viel Erfahrung gesammelt, was es bedeutet, wenn Kommunen anfangen, sich zu digitalisieren. Wir quatschen einfach viel und das kriegen wir aber ganz schlecht nur auf den Beamer drauf. Und die Folge daraus ist, dass ich würde mal sagen, eigentlich jedes Lab auch Anfragen bekommt oder involviert ist in Diskussionen, die ja in diesem Bereich wie auch immer liegt. Also das ist aber etwas, was wir schön zeigen können, aber wir sagen immer, es ist ein Netzwerk von Experten letztlich, die quasi über den Namen miteinander verbunden sind. Jetzt quasi alles gesagt, davon nicht für jeden, genau. Nee, ich wollte noch darauf hinweisen, dass wir letztendlich in den Labs auch Projekte haben, die wir quasi redeployen, also wirklich dann wiederverwenden und dann wirklich die Datenschicht dann bloß austauschen. Wo es markt, wo letztendlich dann Leute dann bloß diese JSON-Dateien, wo dann wirklich diese Daten drin sind, dann contributen oder einen Scraper schreiben, der halt diese Daten mal rauszieht. Aber die Anwendung selber ist halt eine gemeinsam entwickelte und gepflegte Anwendung. Und wo es markt, haben wir quasi auch wiederverwendet für wo ist mein Testzentrum, wo wir quasi diesen selben Ansatz gefahren haben. Eine Codebasis und dann verschiedene Städte stellen ihre Daten bereit. Ich erinnere mich an einen Vortrag von der SIGINT zum Thema Linked Open Data von 2012. Wie geht ihr mit diesem Frust um, Dinge, die schon irgendwie sehr, sehr alt sind, zu erklären und dass sie so langsam passieren? Was sind eure Frustbewältigungsstrategien? Ja, also wir haben im Slack eine Linked Open Data Lern- und Weingruppe. Ich meine, ich sitze jetzt ja in der Verwaltung, also es ist, oh Mann, die sind da so weit von weg. Also es ist natürlich
gerade was das Thema betrifft, da ist noch viel Aufholbedarf. Und mit dem Frust umgehen ist halt versuchen, kleine Schritte zu gehen. Also man muss da halt an ganz anderen Stellen anpassen. Das ist nichts, was die Kommunen selber machen müssen, sondern da müssen die kommunalen IT-Dienstleister, die fachanwendungsentwickelnden Softwareunternehmen, müssen das eigentlich machen. Und an die muss man da halt rantreten. Aber auch das kann man versuchen. Und ich bin da eigentlich ganz optimistisch. Also weil gerade in NRW bei uns ist durch dieses der KDN, wo die ganzen Dienstleister zusammengeschlossen sind, die haben jetzt auch eine Open-Data-Stelle da geschaffen. Und die ist super, also der setzt sich da sehr für verschiedene Themen ein. Mal gucken, ob sich da was bewegt. Aus meiner Sicht als Hauptamtliche, die 2014 zum Bereich Open Data als Ehrenamtliche gekommen ist, dann war ich eine Zeit lang weg vom Thema, mehr so bei Jugendhack dabei, bin ich 2020 wieder dazugekommen und war so, hey, was muss ich jetzt alles nachholen an Wissen, was hat sich hier irgendwie so in der Gesetzgebung geändert? Naja, also da ist schon ein Frust da, aber es ist auch irgendwie so mit der neuen, also mit der Ampelkoalition und mit dem, was da an also Rechtsanspruch auf Open Data drinnen steht im Gesetz, da spüren wir zumindest, also als Open Knowledge Foundation, als Institution, schon auch so ein bisschen die Möglichkeit für einen neuen Auftrieb. Ja? Und ich glaube, also ergänzend zu dem, was der Thomas gesagt hat, dass man da auf lokaler Ebene was bewirken kann, würde ich auch noch zwei andere Sachen dazu tun. Einerseits so im Bundesweiten auf der Policy-Ebene hier zu beeinflussen, also einerseits lokal und andererseits dann irgendwie Gesamtdeutschland oder größer gedacht. Und dann, um den Frust da irgendwie zu verarbeiten, da helfen auch solche Treffen wie dieses. Da hilft einfach so die Community, da hilft die Gemeinschaft und zu wissen, dass es anderen Leuten auch so geht. Noch jemand? Sonst gebe ich zur nächsten Frage. Wir dachten, es wird ein kurzer Vortrag. Gibt es irgendwo eine umfassende Liste interessanter Softwareprojekte, die man für solche Projekte nutzen kann? Also ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich irgendwie so einen Vortrag höre oder in so ein Meetup gehe, dann höre ich von irgendwas Neuem. Und in dieser Awesome-Liste habe ich da jetzt auch nichts gefunden. Aber irgendwie gibt es da total viele Projekte, die irgendwie noch so unentdeckt scheinen. Könnt ihr dazu was sagen? Danke sehr. Oder bist du da? Ja, ich weiß nur das. Na, dann geht uns jetzt, ja? Ja. Also einerseits versuchen wir jetzt gerade in Münster so eine Liste zu machen und in Moers, Wuppertal, ne? Also wurde jetzt auch, also im Moment, vielleicht kommt da bald was. Also eigentlich sind wir gerade schon richtig krass am Zusammentragen, so. Aber ich weiß sonst keine. Das ist so die große Kunst, dass man nicht immer alles wieder neu entwickelt, sondern dass man irgendwie wirklich im Sinne von offenes Wissen diese Sachen dann auch wiederfindet, wenn sie einmal gemacht wurden. Das sind, gibt es immer wieder Bestrebungen und ich glaube, da werden wir immer irgendwie dran arbeiten müssen, aber ja, schauen wir mal, was aus Münster kommt und wir werden uns auch in mittelfristiger Zeit so die Webseite von Code for Germany wieder vornehmen, weil da sind auch einige Projekte drinnen, die jetzt auch gar nicht mehr gepflegt werden und so weiter. Aber das ist, glaube ich, wie so ein Garten, da muss man immer wieder so pflegen, schauen, was ist da Neues dazugekommen. Lass mal eine Plattform machen. Code gießen. Ich habe noch eine Frage, oder eigentlich sind es zwei. Die eine ist, macht ihr etwas auch auf Landes- und Bundesebene? Und die andere Frage, macht ihr neben Open Data auch was in Richtung Online-Zugangsgesetz? Also eigentlich sind ja andere dazu verpflichtet, aber das irgendwie zu fördern oder zu fordern. Danke. Ich kann vielleicht kurz was dazu sagen, Landesebene und Bundesebene. Also wir wurden zum Beispiel als OK Lab Karlsruhe eingeladen. Es gibt so eine Bundesinitiative Open Government Partnership, die versuchen mal irgendwie die Verwaltung
sage ich mal, zu digitalisieren oder zu verbessern und bessere Beziehungen zu den Bürgerinnen und Bürgern herzustellen. Also da wurden wir eingeladen zu so einer Diskussionsrunde. Und da gehen wir natürlich hin und versuchen, irgendwie was zu sagen. Es gab auch auf Landesebene vor der letzten Landtagswahl hier Kontakte zu verschiedenen Parteien, wo wir ein bisschen was machen. Aber es ist jetzt von Karlsruhe, also von unserem Lab aus, haben wir einfach nicht die Leute, die so arg viel politisches Interesse oder wir basteln lieber, sagen wir mal so, statt irgendwie, also wir reden schon auch und stellen Forderungen, aber der Schwerpunkt hier ist anders. Und ich weiß, dass es in anderen Labs gibt schon bessere Kontakte in die Länderparlamente rein, aber wir haben das schon auch auf dem Schirm und jetzt gerade, also wir haben versucht, zweimal die Stadt dazu zu bringen, bei diesem Open Government Partnership gibt es auch auf lokaler Ebene, also nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auf kleinerem Umfeld, die Stadt dazu zu bewegen, sozusagen ein Pilotprojekt anzumelden. Und die wollten halt nicht. Ja, zu wenig Leute, zu wenig Zeit, zu viel Corona. Achso, ja. Und zum Online-Zugangsgesetz, da würde ich sagen, so like-minded Communities, die sich um diese Dinge, die sich mit diesen Dingen beschäftigen. Noch eine Frage? Das ist eine Meldung, glaube ich. Das ist mehr eine Antwort, glaube ich, als Ergänzung vielleicht. Was ich so mitbekomme aus dem Bereich öffentlicher Verwaltungen, sind die mit OZG-Umsetzung dermaßen überfordert, dass gerade Open Data da so ein bisschen aufgeopfert wird. So, dass wir eigentlich so viel Kontakt aus dem Netzwerk besteht zu öffentlichen Einrichtungen, können wir die nicht nach der Pandemie und so weiter noch mehr überfordern. Die weisen uns einfach zurück. Also da ist in der Pandemie tatsächlich auch, glaube ich, spürbar geworden, dass die einfach nicht mehr so viele Kapazitäten haben. Und eine der politischen Forderungen ist natürlich mehr Personal, mehr Bildung für Mitarbeiter in öffentlichen Verwaltungen und sowas bereitzustellen. Das ist eine offene politische Forderung, die ich, glaube ich, noch lange nicht erfüllt. Weitere Fragen? Okay. Im Zweifel kann man ja sicherlich in Einzelgesprächen noch weitere interessante Aspekte herausarbeiten, denke ich einmal, insbesondere was jeweils lokal abgeht. Ich bedanke mich einmal für diese tolle Vorstellung von 6 Speakern in einem Talk, was super aufwendig ist und ihr habt das super gemeistert. Genau, ja, und ihr macht ein tolles Projekt, Code for Germany, das bringt uns allen wahrscheinlich etwas. Und ja, danke, nochmal ein bitter Applaus. Applaus